Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausbauvideo. Ja, wir richten heute dieses Haus hier weiter ein, beziehungsweise werden erstmal anfangen einzurichten. Wir sind in der letzten Folge, ich sag mal, nicht so weit gekommen, wie ich es mir erhofft habe, aber na gut. Gut Ding will Weile haben. Ich glaube, das wird bei diesem Haus ja auch zutreffen. Und ich sehe schon den allerersten Bug. Bei dem kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie ihr den beheben könnt. Ich finde es immer komisch, wenn man so nah ranzoomt, dann bewegt sich die Kamera immer viel leichter. Deswegen etwas langsamer. Da kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie man den richtig behebt. Also, dieser Bug hier tritt auf, wenn ihr diese Glasplatten aus Inselleben platziert und die einmal verkleinert oder auch mehrere Male. Den könnt ihr am leichtesten beheben, indem ihr einfach hier einmal die Farbe ändert und wieder zurückändert. Dann verschwindet der auch schon. Wahlweise könnt ihr die Platten auch einmal antippen. Da kann es dann allerdings teilweise zu Problemen kommen. Deswegen würde ich einfach sagen, einmal kurz die Farbe ändern. Ja. Ich habe mir hier tatsächlich schon einige Gedanken dazu gemacht. Meine Frage ist, machen wir hier irgendwas zum Bilder hinhängen, damit sich wirklich die Menschen immer alle Bilder anschauen könnten? Oder machen wir hier wirklich nur so ein paar vereinzelte Wände, dass wir hier einfach nur Bilder aufhängen können, damit man quasi hier drin malen kann oder was auch immer man hier alles drin macht? Aber die Leute gehen quasi nicht dauernd ein und aus. Also es kann ja sein, dass dann man irgendwie eine eigene Website hat und dann zeigt man dann mal, was man gerade so gemalt hat, und dann kommt irgendwie ein Kunde und sagt, hey, ich finde das ganz schön, das würde ich gerne kaufen. Dann vereinbart man einen Termin und dann kommt die Person halt hierher und schaut sich das Bild an. So was könnte man machen. Dann könnte man dann, hätte man hier Platz für vier Bilder. Hier eins, hier eins und hier eins. Ja, ich weiß es nicht. Also da muss ich mir noch so die ein oder anderen Gedanken drüber machen. Aber auf jeden Fall. Ich habe zumindest schon mal einen ganz groben Plan. Und was ich ja auch machen wollte, wollte ich ja nicht schon letztes Mal machen. Aber das habe ich dann nicht mehr gemacht. Einfach weil dann das Video ein kleines bisschen zu lang geworden wäre. Ich finde es übrigens gut, dass ich auch jetzt nicht geschaut habe, wie lange das ganze Video hier jetzt schon geht. Aber ich meine, gut, wahrscheinlich jetzt gerade mal ein paar Minuten. Also ich habe es letztes Mal ja geschafft, relativ viel rauszuschneiden. Ich hoffe einfach mal, dass ich es dieses Mal auch schaffen werde. Okay, aber der Rest passt auf jeden Fall. Ja, also für hier oben, ich glaube, das werden wir einfach alles nächstes Mal angehen. Ich weiß bisher noch nicht so genau, was man hier machen könnte. Wird alles noch kommen. Und das musste ich auch erstmal fixen. Ist mir nämlich letztes Mal auch nicht aufgefallen, dass hier noch die Wandbeläge ein bisschen komisch waren. Okay, Küche. Die Küche ist momentan so in meinem Kopf das größte Problem, weil ich nämlich noch nicht so genau weiß, was ich hier genau machen will. Deswegen würde ich sagen, die Küche verschieben wir erstmal. Ich werde sowieso hier kunterbunt durcheinander bauen. Also ich werde mir hier nicht einbilden, dass ich hier irgendwie so eine Art, ja, kleine Ordnung drin habe. Denn ordnungsmäßig wird es hier wahrscheinlich eh nicht so gut laufen. Okay, ich weiß nicht so genau, wo wir anfangen. Eigentlich fange ich immer in der Küche an, will ich aber dieses Mal nicht, weil ich nämlich nicht genau weiß, wie die Küche aussehen soll. Was wir machen könnten, wären die Badezimmer. Da hatte ich eigentlich schon. Obwohl, die Badezimmer könnten wir ja nicht erst machen, wenn ich weiß, wie die Küche aussieht. Weil ich nämlich. Obwohl, ich glaube, die Theken von der Küche und vom Badezimmer, die müssen ja nicht unbedingt immer zusammenpassen. Ich glaube, das machen wir ja auch einfach so. Vielleicht solche hier. Ich glaube, das Problem ist der Stein hier. Dass ich den hier einfach nicht ganz so schön finde. Ich glaube, da finde ich den hier schon ein kleines bisschen schöner. Und wie wir das Ganze hier machen, weiß ich auch nicht. Wir machen es jetzt erstmal so. Können wir, wie gesagt, ja noch alles ändern. Ich glaube, so finde ich es ein kleines bisschen besser. Dann packen wir hier noch die hin. Die gibt es ja nicht in eckig. Finde ich immer schade. Obwohl, wir haben hier eine runde Ecke. Wir haben hier oben bei den Fenstern runde Ecken. Also könnte schon passen. Hier will ich auf jeden Fall einen schönen großen Spiegel. Sagte sie und ging zu den Waschbecken. Obwohl, das Waschbecken ist nicht ganz schwarz. Das war jetzt gerade ein kleines bisschen zu schnell. Das hier dafür. Also mein Waschbecken, dem habe ich mich jetzt schon des Öfteren dabei erwischt, nämlich auch meistens immer die gleichen. Wir haben jetzt hier Spiegel. Könnten wir nicht so einnehmen. Da könnten wir dann hier oben noch schauen, was wir hier oben drüber machen. Da weiß ich sogar schon, was wir oben drüber machen. Und da können wir auch gleich noch eine Sache angehen, die ich auch auf jeden Fall heute machen möchte. Gerade habe ich übrigens F5 gedrückt, für alle, die sich fragen, warum ich jetzt die Sachen freier bewegen kann. Und zwar ein anderer Cheat, und zwar zum einen bb.shift-f5.
Show hidden. Hidden Objects, mit denen können wir alle verborgenen Objekte freischalten. Und einer von meinen Lieblings-Gs, bb.show live edit objects. Die machen beide relativ ähnliche Sachen. Und zwar können wir mit beiden sehr viele neue Objekte freischalten. Das Problem mit diesem Cheat ist, ihr seht, dass wir jetzt hier sehr, sehr viele neue Sachen drin haben. Wenn wir also hier jetzt bei der Deko schauen, das sind jetzt plötzlich sehr viele neue Sachen mit dem Menü und man findet, oder zumindest geht es mir so, ich finde dann meine alten Sachen nicht mehr. Außerdem habe ich gerade ja nur den Filter fürs Wasserspiel drin und ihr seht schon, da kommt sehr, sehr viel bei raus. Allerdings, was ich gerade sehe, da fände ich so einen Korb ganz gut, da können wir dann so ein paar Badesachen reinstellen. Gab es die nicht mit Dschungelabenteuer? Doch, hier. Die muss man ein kleines bisschen verkleinern, nach oben verschieben. Dann haben wir hier Hängepflanzen. Die möchte ich ganz gerne verwenden. Das Doofe ist, die sind jetzt hier ja schon so ein kleines bisschen groß. Finde ich eigentlich fast schon zu groß. Ach, das passt schon. Wir könnten die auch rein theoretisch, wenn wir lustig sind, mit dem Toolmod noch mal ein kleines bisschen verkleinern. Dann nehmen wir jetzt die hier. Ich hoffe, das funktioniert so auch. Jetzt haben wir hier beide. Also, was ihr jetzt hier seht, soll kein Tutorial sein, wie man den Toolmod richtig verwendet. Ich will nur einfach so neben dem Bauen her, ja, quasi so ein kleines bisschen noch dazu zeigen. Einfach, damit man jetzt hier nicht komplett unwissend rausgeht. Okay, das finde ich so auch ganz gut. Aber ein kleines bisschen kleiner vielleicht. Okay, das ist jetzt wiederum ein kleines bisschen zu klein. Vielleicht 0,15. Ja, finde ich gut so. Okay, also das Ganze funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, so funktioniert das Ganze rein theoretisch zumindest. Okay, ja, ich glaube, so passt ganz gut. Dann können wir jetzt hier oben noch so ein bisschen Deko draufstellen. Okay, was ich auf jeden Fall gerne verwenden möchte, sind die Betten aus nachhaltigem Leben. Obwohl, wenn ich mir die jetzt so anschaue, sehen wunderschön aus, gar keine Frage. Aber vielleicht möchte ich die doch nicht verwenden. Ich war mir eigentlich relativ sicher bei meiner Entscheidung. Aber weiß ich nicht. Also ich glaube, das will ich jetzt auch noch gar nicht entscheiden, ob ich die jetzt endgültig verwenden will oder nicht. Also ja, wir haben ja hier schöne Farben, aber ob es letztendlich wird, kann ich jetzt noch nicht zu 100% sagen. Was ich mir dagegen schon eher vorstellen kann, sind hier diese wunderschönen Sofas aus Nachhaltigleben. Also, dass wir die hier verwenden, da... Ich würde jetzt nichts drauf verwetten wollen. Oh! Wir haben doch hier noch Tische. Ja, perfekt. Den werden wir hier auf jeden Fall auch verwenden. Da habe ich vorhin schon so ein bisschen meinen Gedanken durchgespielt, was wir hier so alles platzieren werden. Und da ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir hier auch neue Tische haben. Wird ja immer besser. Okay, das heißt, den werden wir auch auf jeden Fall verwenden. Verwenden. Okay, ich glaube, so ein Schiffscontainer passt eher nicht hin, wobei ich mit dem auch schon gebaut habe. Funktioniert alles ganz gut. Ah, was ich mir gerade auch noch überlegt habe, beziehungsweise, ja, gerade ist vielleicht das falsche Wort. Ich weiß, Aquarien sind nicht für jedermann. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so, also ich würde einfach kein Aquarium haben wollen. Zum einen wäre es mit so viel Arbeit und ich bin der Meinung, dass Fische lieber irgendwie draußen leben sollten. Es ginge. Aber ich glaube, es funktioniert nicht. Okay, ich würde sagen, das allererste, was wir jetzt machen, ist erstmal hier einrichten. Und ich habe ja hier diesen kleinen Korb hier schon platziert. Den stellen wir jetzt am besten hier hin und dann schauen wir, was wir so alles drin platzieren können. Zum einen auf jeden Fall Zahnbürsten, Seife. Ah, hier. Wellness-Tag, okay. Die müssen wir nach oben verschieben. Dann ist jetzt natürlich auch die Frage, woran werden wir unsere Hände abwischen? Ja, nee. Vielleicht hängen wir einfach hier von ein paar hin. Also kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass man dann, ich meine, einmal Handtücher im normalen Hausgebrauch. Ich sag mal, das kommt jetzt auch eher ein bisschen seltener vor. Oh, was ich auch auf jeden Fall noch gerne platzieren würde. Es sind hier ein paar Taschentücher. Braucht man ja eigentlich auch immer. Von mir aus auch hier ein Weiß. Und vielleicht Make-up. Okay, wir haben jetzt hier keine Kerzen, aber die finde ich auch gar nicht mal so wichtig. Was wir jetzt hier machen könnten, was vielleicht klug wäre, wäre zum einen hier eine Wand. Okay, da können wir auch die nehmen. Die sieht man ja rein theoretisch nachher eh nicht mehr.
Ja, nee. Wir haben ja zum Glück noch ein paar andere Glastüren. Auch wenn ich es schade finde, dass wir nicht so viele Glastüren haben, wie wir wahrscheinlich vertragen könnten. Also auch so zwei, drei Glastüren mehr, da wäre ich nicht wütend, sagen wir es mal so. Wir könnten es so machen, dass wir dann hier quasi reingehen können und haben wir dann hier drin eine Dusche. Fände ich fast schon ein kleines bisschen einsam. Wobei, wir könnten ja auch hier bestimmt noch irgendwelche Sachen hinstellen. Oh, was wir machen könnten. Wir könnten versuchen, hier so einen kleinen Sitz hin zu basteln. Okay. Dann haben wir hier bei den ganzen Deko-Sachen, haben wir hier solche bekommen. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie realistisch diese Dusche hier jetzt wirklich aussieht. Sieht irgendwie wenig realistisch aus, habe ich so das Gefühl. Das Doofe ist, ich kann jetzt auch nicht einfach irgendwie nachschauen, wie so eine Dusche aussieht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr, also so die Intention dahinter hat. Ich glaube, die ist klar. Dass wir hier einfach irgendwie eine Dusche drin haben und zwar eine sehr, sehr große Dusche. Was ich dann hier auf jeden Fall noch ganz gerne hätte, hier eine Toilette. Ich würde gerne die aus den Fitness-Accessoires nehmen, aber ich weiß, dass das wahrscheinlich so eins von den Packs, das die wenigsten Leute haben. Deswegen nehme ich natürlich nur euch zuliebe, nicht aus Eigennutz, einfach die hier, damit auch hier alles möglichst aus Wellness-Tag zusammenpasst. Was wir hier machen können, ist auf jeden Fall ein Bild hinhängen. Vielleicht ja sogar dieses hier. Ja, es ist mein absolutes Lieblingsbild mittlerweile und ich habe auch schon seit sehr langer Zeit kein anderes Bild mehr genutzt. Sollte ich mir vielleicht auch mal angewöhnen, aber gut. Was wir jetzt hier machen könnten, was ich glaube ich auch ganz gut fände, dann seht ihr das jetzt auch mal in ein kleines bisschen langsamer. Und zwar dieses Bild hier drehen. Ja, und dann verschieben. Ich habe mir gerade ein paar Gedanken darüber gemacht, wie ich das Ganze vorher gemacht habe. Funktioniert das jetzt so? Ja, es funktioniert. Jetzt bleibt es nämlich auch auf der einen Höhe, die wir hatten. Perfekt. Und jetzt seht ihr das Ganze da an. Sieht vielleicht, jawohl, jetzt sieht es nicht so aus, als ob es anlehnen würde. Wir drehen es nochmal um 2 Grad nach hinten. Ja, jetzt gefällt es mir noch ein kleines bisschen besser. Also wir haben was zum Händewaschen. Ja, Deko kommt gleich noch hin. Wir haben was für den Toilettengang. Wir haben hier was zum Duschen. Passt eigentlich. Allerdings wäre vielleicht etwas zum Baden nicht schlecht. Aber ich glaube, das wird hier ein bisschen schwer noch hinzukriegen. Deswegen lassen wir das mal lieber. Was wir jetzt hier noch hinmachen können, ist ein Spiegel. Dann können wir jetzt hier den hier vielleicht nehmen. Und so platzieren. Ja, passt. Dann möchte ich hier noch ganz gerne einen Teppich haben. Wir könnten so einen hier platzieren. Weil ich. Obwohl. Der müsste jetzt nur ein kleines bisschen größer werden. Da haben wir zum Glück den Toolmod. Übrigens bei dem Vergrößern und Verkleinern, wenn wir das Ganze vergrößern und verkleinern und das dann nachher im Baumodus wieder bearbeiten wollen, dann bleibt die Vergrößerung bzw. Verkleinerung erhalten. Also die wird sich nicht resetten. Nur so als kleine Nebeninfo. Also deswegen ist das Ganze ganz gut. Wir haben jetzt den hier vergrößert und können den jetzt verschieben, wie wir wollen. Aber das Ganze bleibt so. Dann, was eigentlich eine Sache ist, die wir hier jetzt nicht wirklich bräuchten, wären vielleicht Vorhänge. Ich werde jetzt hier noch versuchen, so einen kleinen Stuhl zu finden, den man hier ganz gut hinstellen könnte. Ich meine, da kann man sich halt nicht wirklich hinsetzen, aber vielleicht so ich sag mal so aufs echte Leben bezogen, könnte man sich hier irgendwie hinsetzen, könnte sich die Beine eincremen oder keine Ahnung was. Man könnte auch, wenn man auf dem Klo sitzt, irgendwie da seine Füße ablegen, wobei dann wäre der Po niedriger als die Füße. Ich glaube, das wäre auch nicht ganz so gut. Ja, vielleicht finde ich dafür später noch irgendwas anderes. Also, ich kann jetzt schon sagen, es wird meistens, vor allem bei diesen Videos hier so ablaufen, dass ich quasi hier irgendwas einrichte und dann kommt mir später noch irgendwas und dann habe ich ein paar Wochen später wieder nochmal eine Idee. Deswegen werden niemals ein Zimmer sofort auf Anhieb abschließen können. Ich werde immer später nochmal zurückkommen und nochmal was einrichten. Also nur, dass ihr schon mal so ein kleines bisschen vorgewarnt seid. Okay. Also ich glaube, ich werde hier generell in diesem ganzen Haus so ein bisschen so das Farbschema von Orange-Rot und ja, was noch grün verfolgen. Oh, die hier vielleicht.
gerade die ganzen Salben und was wir hier so alles mit Wellness-Tag bekommen haben, die passen da nicht immer ganz gut hin. Dann hätten wir hier noch Platz vielleicht für eine kleine Lampe. Vielleicht wäre dann doch sowas hier besser. Ah ja, was ich auf jeden Fall noch gerne machen würde, meint das hier ein bisschen nach unten und auch den Spiegel ein bisschen nach unten. Nicht viel, vielleicht nur so. Ja, vielleicht noch mal. Ja, jetzt wieder ein kleines bisschen nach oben. Also gerade falls ihr auch leicht perfektionistisch veranlagt seid, diese Mod ist zwar super gut, aber gerade für sowas, ich sag mal, eher kontraproduktiv. Also da kann man sehr, sehr viel Zeit mit aufbringen. Ich will jetzt nicht sagen verschwenden, weil wenn man nachher damit zufrieden ist, ist es nie verschwendete Zeit. Okay, dann können wir die hier noch nehmen und hier noch platzieren. Okay. Oh, was wir jetzt hier machen könnten. Ich weiß nicht, ob es jemandem auffällt, aber vielleicht ärgert sich ja nachher jemand drüber. Dann habe ich meinen Säulüffelt. Okay, ich weiß noch nicht genau, ob wir das Bett wirklich hier stehen lassen. Wahrscheinlich wäre es da drüben ein kleines bisschen besser, wobei ich dazu sagen muss, mir ist das Ganze hier fast schon zu groß. Also vielleicht, ich meine, so groß müsste ja eigentlich auch reichen. Wobei, wenn ich mir den so anschaue, und wenn ich mir den hier so anschaue, dann finde ich den hier schon ein kleines bisschen schöner. Und dann haben wir den hier auch noch. Können wir den hier platzieren? Den können wir hier nicht platzieren. Dafür brauchen wir nochmal einen. Okay, kann sein, dass das Ganze jetzt hier vielleicht ein kleines bisschen zu krass wird. Ein kleines bisschen zu rot. Hier erstmal welche. Das mache ich auch nicht so oft, dass wir hier quasi beide Optionen haben. Also einmal eben diesen Vorhang, den wir zuziehen können. Auch wenn der hier eigentlich mehr so, ich glaube, der ist mehr so dekohaft. Also dass wir hier einmal so diesen dekohaften Vorhang haben und dann hier die Jalousien, die wir schließen können. Wir lassen es jetzt erstmal so. Kann gut sein, dass wir das nachher alles noch umändern werden. Dann, was ich hier auch ganz gerne machen würde, ist zum einen das hier ein klein, nee, noch nicht vergrößern, erst drehen. Und zwar einmal so rum, dann um 90 Grad. Ha, perfekt. Dann können wir das hier so machen. Gerade, also das habe ich gerade markiert. Wenn ich einfach nur so mit der Maus klicke, dann können wir den so direkt in der Mitte, können wir das einfach so verschieben. Dann, wenn ich Alt drücke, dann geht das Ganze ein kleines bisschen genauer. Das hat der Mod-Aussteller Twisted Maxi ganz gut mit Gravity Pull beschrieben. Jetzt muss ich mich nur konzentrieren, damit ich auch das Richtige mache. Ja. Also wie gesagt, Tutorial kommt irgendwann, sobald ich dafür die passenden Ideen habe. Dann, oh, ja, das ist natürlich auch immer so ein Problem, dass man es manchmal einfach so ein bisschen von der Wand quasi wegholt. Okay, finde ich so schon mal ganz gut. Was wir hier vielleicht machen könnten, wie so eine Art kleine Leuchtbox. Aber ich glaube, es wäre fast schon ein kleines bisschen zu viel. Deswegen lassen wir es jetzt erstmal so. Wir brauchen noch passende Nachttische. Vielleicht können wir den hier hinstellen. Da passen sogar die Farben fast perfekt zusammen. Also das hier kommt aus nachhaltigem Leben und das hier aus den Tiny House Accessoires. Bin ich für meinen Teil ja gar nicht mehr gewohnt, dass in Sims Holztöne wirklich eins zu eins zusammenpassen. Ich meine, klar, auch jetzt hier nicht eins zu eins, aber immerhin. Dann könnten wir die hier platzieren. Nur die Frage, welche Farbe. Ich finde die hier zwar sehr schön, aber ich glaube, die passt nicht. Beziehungsweise wir haben ja auch wahrscheinlich, nee, die haben wir nicht platziert. Okay, dafür hatten wir die hier. Okay, die möchte ich auf jeden Fall auch wieder verwenden. Vielleicht hier. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich hier möglichst viele Sachen wieder verwenden will. Wird nicht immer zu 100% funktionieren, aber ich will es zumindest mal versuchen. Dann, was mir gerade einfällt, was wir hier machen könnten. Also gerade solche spontanen Einfälle. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die relativ oft habe, weil es einfach gelogen wäre. Aber wenn ich die mal habe, dann behalte ich die auch meistens, dass wir jetzt zum Beispiel das hier hinstellen. Dann könnten wir hier, das kann ich auch noch schnell machen, einen Sessel hinstellen. Nach dem Wort habe ich gesucht. Finde ich den hier ganz schön. Der ist auch aus den Tiny House Accessoires. Finde ich in Schwarz ein bisschen zu dunkel. Den finde ich nicht so schön.
Vielleicht den hier oder das hier, die oder die hier eigentlich hier, die Farboption. Ja, finde ich ganz gut. Wir könnten hier hinten was hinmachen, um uns umzuziehen, logischerweise. Quasi wie so eine Art kleinen begehbaren Kleiderschrank hinmachen. Ich weiß auch nicht so genau, wie das aussieht. Ist auch so eine Sache, die müsste ich nochmal nachschauen. Also einfach bei, dass ich dann einfach bei Pinterest irgendwie schaue, was die ganzen Leute da immer so für Kleiderschränke haben. Also auf jeden Fall kommt hier ein begehbarer Kleiderschrank hin. Habe ich gerade ganz spontan entschlossen. Also die grobe Aufteilung finde ich schon mal ganz gut. Ich meine, das hier ist noch nicht so ganz gut, aber es wird auf jeden Fall auch. Dann hätten wir hier noch überall Platz für Deko. Dann hätten wir hier noch auf jeden Fall Platz für den Spiegel. Dann, was ich mir auch überlegt habe, Küche noch. Wir könnten eigentlich das Bad hier hinten noch ganz schnell machen. Jetzt habe ich es gerade zweimal platziert, wollte ich ja nicht gar nicht. Da werde ich jetzt hier fast das gleiche wieder benutzen. Einfach weil ich mir halt denke, warum sollte man Badezimmer, so zweimal quasi die gleichen Badezimmer, einfach unterschiedlich einrichten? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. So schön es auch ist, dass wir jetzt hier zwar die Dinge so platzieren können, aber es ist trotzdem nicht immer ganz so geschickt. Wir machen das Ganze am besten so, so, dann so. Dann hätten wir hier hinten gleich nochmal Platz für eine Toilette. Okay, jetzt haben wir allerdings die Wand hier komplett frei. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die ich immer möglichst vermeiden wollte. Ach nee, wisst ihr was? Machen wir auch einfach in der nächsten Folge. Ich weiß es, wie gesagt, nicht genau, wie lang das Video wird. Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, das Ganze immer mir aufzuschreiben, aber das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Toll. Ja. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon ungefähr 50 Millionen Mal gesagt, über welche Infos, zu welchen Themen ich mich hier besonders freuen würde. Deswegen, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es weiter. Da werde ich dann wahrscheinlich hier noch so ein paar Details irgendwie vollenden. Werde dann hier die Küche endlich mal beginnen. Normalerweise beginne ich ja immer mit der, aber habe ich dieses Mal nicht gemacht. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.